So, hier sind Volt over. Nein! Ashley, stay up there. Irgendwie hatte ich was anderes erwartet, als ich Volt over gedrückt habe. Ich will erstmal alles erkunden. Munition sammeln und so. Danach kann ich etwas auslösen, was womöglich einen Kampf verbergt. So. Das wird ganz sicher ein Kampf. Es war schon viel zu lange viel zu ruhig. Ashley, feuere mich an von da oben. Wenn du kannst. Also. Lionhead. Wo? Ah, hinter mir! Come on, you can't be serious. Ah, hab ihn aber erwischt. Ich kann ziemlich genau schießen, was das angeht. Komm schon, komm schon! Nice. War es das? Da kommt sicher noch mehr. Oh, da kommt noch mehr. Oh, da kommen zwei auf einmal. Komm, renne, renne! Au, 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 au. Das hilft mir noch nicht weiter. Oh, vielleicht hilft mir das doch weiter. Get away from Leon! Ashley, it's okay! Just stay safe! Oh, ich habe echt so viel Munition verwendet. Komm her. Eins. Und noch eins macht zwei! Oh, das war ein perfekter Treffer! Eigentlich, theoretisch. Keine Ahnung. Ich weiß doch auch nicht. Die machen mich echt fertig hier. Die machen mich sowas von fertig. Ist das der einzige, der noch übrig ist? Ist der tot? Von wegen. Okay, das war nicht so schlecht. Das Wortspiel. Leon! Ja? Leon! Ja? Ach, ich soll sie auffangen. Alles klar. Kannst du dich ein bisschen beruhigen? Ich muss doch erstmal nachladen und so. Muss ich dich erst runterholen, damit du aufhörst? Leon! Ich will doch erst den Loot einsammeln. Beruhige dich. Okay, Leon. Ich weiß. Leon! Komm schon! Ashley! Ich hab dich gehört, die ersten 80 Male. Bitteschön, okay. Ich mach ja schon. Thanks. You sure you're alright? You're not burned, are you? No, thanks for your help. Leon! I really did the trick. Leon! Ich habe halt sehr viel von der kleinen Munition hier verwendet. Get that lever. Okay. Ach so, Teamwork. Und jetzt? Ah. Ich sollte mich heilen, oder? A larger, more powerful hand grenade that explodes with great. Das sollte ich in die 5 packen. A register shortcut.
hier hin. Perfekt. Dann kann ich die kleinen in die 7 packen. Oder in die 6, dann muss ich nicht so weit mit der Maus gehen. So, wie viele Slots sind das? Passt da rein gut. Ja, so wenig Slots hier unten, aber es geht noch, es geht noch. Dann vielleicht eine Schlange. Use it. Und das da. Wie viel HP gibt das hier eigentlich? Ach, gar keine HP, das ist eine Flashgranate. Die kann ich später verkaufen. Gut, 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 gut. Und ja, ich habe es völlig falsch gemacht. Ich hätte der Schatzschlange so ein Teil hier nehmen müssen. Für mehr HP, maximal HP. Ein nächstes Mal. Irgendwann werde ich auch die großen aufbrauchen. Also der Bosskampf, der Arena-Kampf, sagen wir mal so, war jetzt nicht so schlimm. Der hat mich zwischendurch ein bisschen in die Enge gedrängt, aber ansonsten ging es. Liegt sicher an Assisted, an dem Schwierigkeitsgrad. Überhaupt kein Vergleich zu den Kämpfen von früher. Ich traue euch nicht mehr. You don't think they're gonna move, do you? Cubic Device. Red. Das war die zweite. Wer verstaut denn bitte Goldmünzen willkürlich in Urnen oder wie sie heißen? In Vasen. So, das bringt mich zu diesem kleinen Wagen da unten. Nein, das bringt mich hier hin. Aha. Dann kann ich dort die Sachen einbauen. Das sein, das ich habe halt. Den Klotz auch? Nein. Wozu benutze ich diesen Klotz? Einen Schlüssel habe ich. Hey, it fits. Ja, aber das andere bekomme ich nicht zusammen. Und wo das dritte sein soll, weiß ich überhaupt nicht. Habe ich irgendwann eine Tür übersehen oder so? Blue Velvet. Hier ging es nicht weiter. Doch. Ach, in die andere Richtung. Genau, genau. Nicht aufgeben, nicht verzweifeln. Da ist noch eine Sache, die ich machen kann, bevor ich wieder zurück zum Esssaal muss. Und zwar hier in der Richtung. Ja. Ist mir wieder eingefallen. So. Sollte ich sie anschießen? Wahrscheinlich. Einmal alt. Alright. Das interessiert ihn da hinten nicht. Er weiß von nichts, hat nichts mitbekommen. Ein Helm. Oh Gott, ich muss diesen Typ da oben erwischen. Der macht Kopfschmerzen. Ich kann gerade nicht. Ich bin dabei, die Waffe zu wechseln. Ja, ich weiß, der Kopfschmerztyp. Ich weiß es noch. So.
Ah, das wird so übel. Das wird so übel. Was? Irgendwas war da mit Space, ich weiß es aber nicht mehr. Ich habe die falsche Waffe für das. Ist er tot? Nein, er ist nicht tot. Jetzt ist er tot. Okay. Wo ist dieser Priester? Wer ist back? Wo ist back? Ach, da hinten. Okay, ich arbeite dran. Ich arbeite dran, so gut ich kann. Habe ich ihn? Ich habe ihn. Schlechte Zeit zum Nachladen. Und schlechte Waffenwahl. Oder auch nicht. Shotgun bitte. Und die kleine hier. Schlechte Wahl. Ah. Habe ich erwischt? Das ist ein bisschen hektisch alles. Aber es geht relativ gut. Rein! In den Rücken geschossen, in den Hinterkopf. Habe ich Zeit zum Nachladen? Nicht wirklich. Also, auf Assisted sind die Kämpfe vielleicht doch ein bisschen zu leicht. Naja, dann komme ich halt etwas leichter durch. Man läuft halt nicht mehr wirklich Gefahr zu sterben, was den Schaden angeht. Aber man kann immer noch an Munitionsmangel scheitern, theoretisch. Oder? Sieht alles relativ gut aus. Einmal alles durchladen. Klick, klick. Kann ich das da kaputt machen? Yep. Jetzt bereue ich fast, den Schwierigkeitsgrad gesenkt zu haben. Aber vielleicht kommen noch Situationen. Also, vielleicht sollte dieser Kampf nicht so übertrieben schwer sein. Und es kommen wieder welche, wo ich glücklich sein werde, Assistant gewählt zu haben. Selbst in diesem Spiel kann ja nicht alles ein Kampf auf Leben und Tod sein. Richtig? Also, weshalb bin ich hier unten? Ich wollte irgendwas da oben abholen. Und dann wurde das Teil runtergelassen und ich kam nicht mehr in mein Ziel. Ah, das da. Das da oben wollte ich. Genau. Mhm. Flashgrenades. Nie benutze ich sie. Heavy Grenade. Was soll ich denn machen? Mein Inventar ist so voll. Selbst diese hier, selbst die Bilderrahmen erinnern mich an Layers of Fear. Und der da ist recht. Vielleicht ist das alles nicht zufällig. Und ich laufe im Kreis, oder? Komme ich hier wieder raus? Zunächst einmal hier alles mitnehmen. Zwei Ammo. Ah, da geht's hoch.
das kann ich abschließen. Oder einfach nur aufschieben, das geht auch. Sorry, ich muss hier kurz durch. Ich bin unten noch nachschauen. Nämlich einmal hier hin. Einmal da hoch. 1000 Pesetas für den Priester. Schönes Bild. Hat die Augen seiner Mutter. Nein, hier ist der Priester. Er hat ein Red Barrel gedroppt. Und hier ist das. I wish I had an angel for my moment of love. Wo geht's weiter jetzt? Ich glaube, da muss ich komplett rumlaufen, wenn ich mit... Oh, das ist neu, oder? Yellow Diamonds. Ist hier noch mehr Beute aufgetaucht hier unten? Nein. Ein Diamond reicht aber auch. Wir wollen nicht gierig sein. Gut, jetzt kann ich da nämlich hoch. Im Dauersprint. Und hier rüber. Und mir das da holen. Gut, Head. Am dritten werde ich noch verzweifeln. Im Messzimmer. Oh. Nein, oh, das ist so fies. Ich kann keine Munition mehr aufnehmen. Was mache ich jetzt? Ich könnte Munition craften, aber was? Dann hätte ich ein paar Slots mehr frei. Ich habe zu viele Messer. Viel zu viele Messer. Was kann ich? Ich habe Handgun Ammo 42. Kann ich am ehesten craften, dass es mir Platz gibt. Damit ich die da aufnehmen kann. Die da nehmen halt extrem viel Platz weg, die großen Granaten. Handgun Ammo. Handgun oder... Ich würde sagen, Shotgun oder Rifle. Was kann ich denn machen? Craft? Shotgun Shells. Das war nicht so effektiv, oder? Craft? Handgun Ammo. Ich habe überhaupt... Ich habe gerade mal einen Slot dadurch gewonnen. Brauche ich nicht nur einen Slot? Ja, das geht. Irgendwie ging das. Ich bin nicht sicher wie, wo er das hingepackt hat, aber es ging wohl. Ein Rifle-Ammo, da unten. Perfekt. Yeah. Ich muss gleich jede Menge Sachen verkaufen. Ich weiß nicht, kleine oder große Granaten oder... Wahrscheinlich verkaufe ich die kleinen Granaten. Und die Flash-Grenades. Und zwei Messer. Außer ich habe genug Geld, um einen größeren Koffer zu kaufen. Und das habe ich ganz sicher nicht. Gut. Oh. Welche Waffe habe ich ausgewählt? Anscheinend eine gute Waffe. Eine sehr gute Waffe. Für diese Aufgabe.
Leon! Leon! Das heißt also, hier oben laufen jetzt auch welche rum. Save Point. Bitte enttäusch mich nicht. Lass es einen echten Save Point sein.